Wir freuen uns sehr, heute Abend hier in Baden-Baden auf Steffen Freund und Stefan Kunz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir gehen mit der zweitjüngsten Mannschaft des Turniers ins Rennen. Nur die Engländer sind noch einen Tick jünger im Schnitt. Wir gehen als amtierender Weltmeister in die Nummer. Wie sind denn unsere Chancen, Steffen? Alle, glaube ich, in unserem Land denken, hoffen, glauben, es kann für den Titel reichen. Grundsätzlich ist immer für die deutsche Mannschaft das Halbfinale Pflicht. Da hat sich nichts geändert. Und die Qualität der Mannschaft ist definitiv ausreichend, um Europameister zu werden. Reden wir mal bei zwei Persönlichkeiten, über Schweinsteiger und Khedira. Das ist ein bisschen so gefühltes Déjà-vu, ja. Also eigentlich war es ja vor zwei Jahren relativ ähnlich. Beide hatten vorher mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, kommen nicht hundertprozentig top-spielfit da jetzt an. Wie sieht ihr diese Konstellation gerade? Weil ja wichtige Führungsspieler weggebrochen sind, ruhen ja auf den beiden auch große Hoffnungen. Ja, wobei man muss sagen, dass Toni Kroos da schon einen Wahnsinnsschritt auch nach vorne gemacht hat. Nicht nur wie er das auf dem Platz macht, sondern auch dieses Jahr, diese Jahre jetzt in Madrid, die haben ihn natürlich unwahrscheinlich reifen lassen. Und dann ist diese Akzeptanz in der Mannschaft, die ist auch eine ganz andere. Du merkst auch, wenn es eng wird, man sucht ihn, man gibt ihm eigentlich immer den Ball. Der den Ball kriegt, wenn es eng wird, oder wenn alle so ein bisschen den Kopf hängen lassen, da weißt du genau, das ist ein Führungsspieler. Und da ist, glaube ich, Toni Kroos jetzt im Moment in dieser Zusammensetzung. Ich glaube, Emre Can kann dort spielen, Kimmich könnte zur Not dort spielen. Also ich glaube, dass die Persönlichkeiten Khedira und Schweinsteiger und Hummels wichtig sind und dass die im Laufe des Turniers auch wieder relativ gut reinkommen werden. Aber es sind, glaube ich, auch noch andere Chefs da mittlerweile. Wo seht ihr denn grundsätzlich, sag mal, unsere größten Stärken, aber auch eben unsere größten Schwächen? Allgemein sagen die Experten immer, unser Hauptproblem sind die Außenverteidigerpositionen. Ja klar, ist auch hundertprozentig richtig. Ja. Ich habe ja auch schon mehrere Male bestätigt. Der hat ja auch eine ordentliche Saison gespielt, aber wir reden jetzt vom höchsten Niveau und das höchste Niveau kennen wir mit Philipp Lahm. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, er ist wirklich nicht zu ersetzen. Er war und ist immer noch der weltbeste Außenverteidiger. Und das ist sehr, sehr schwer, dort in diese Position reinzuwachsen. Und Hector spielt beim 1. FC Köln diese Position, aber würde er jetzt beim FC Bayern spielen, er würde wahrscheinlich Alaba spielen. Also man muss schon wissen, das ist noch mal, da muss noch mal ein Schritt kommen von Hector. Und auf der rechten Seite haben wir ein Riesenproblem. Da haben bisher alle probiert. Rudi, Emre Can und Kimmich wird noch der Nächste sein, ist doch klar. Rüdiger und, vielleicht. Und Rüdiger und jetzt am Ende wahrscheinlich Hövedes, einfach um dann die Viererkette wenigstens defensiv sicher festzuhaben. Aber in der Vorrunde brauchen wir spielstarke Außenverteidiger. Und deswegen habe ich auch gesagt, ist es so schwer, Philipp Lahm zu ersetzen. Nachher, wenn es dann im Viertelfinale, Achtelfinale, muss man schauen, wie es läuft. Da wird man wahrscheinlich auch noch einen leichteren Gegner bekommen, wenn wir selbst eben 9 Punkte holen. Aber danach sind die Spiele extrem eng. Und dann brauchst du eben diese Qualität. Und dann neigt, und zu Recht auch nach der WM-Erfahrung, neigen wir oder Jogi Löw dazu, dann die Außenverteidiger mit Innenverteidigern zu besetzen. Unsere größte Stärke? Ja, sicherlich die Spielstärke in der Offensive. Die Variabilität, wo auch wir ganz viele Spieler dabei haben, die die Situation gut erkennen. Kommt natürlich ein bisschen, wir haben jetzt zwei Variationen mit Mario Gomez vorne drin. Hat man auch dann gleich gesehen beim letzten Testspiel, dass dann auch mehr Flanken geschlagen wurden. Ist nur Mario Götze vorne drin, wird mehr flach gespielt. Ich glaube, dass das schwer wird, uns sich richtig gegen uns einzustellen. Und das wiederum gibt dem Jogi Löw relativ viele Möglichkeiten in der Hand. Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist, ich glaube, dass im Vergleich zur WM, dass wir links besser besetzt sind, weil bei der WM hatten wir eigentlich gar keinen Linksverteidiger. Jetzt haben wir zumindest mal einen Linksverteidiger, wo ich auch glaube, dass der Spielstand genug ist. Wer holt den Titel? Wer wird Europameister? Also du hältst natürlich immer zu Deutschland und drückst denen die Daumen. Packen wir es oder nicht? Ja oder nein? Ja. Ja. Wir freuen uns auf eine großartige EM und am Ende hoffen wir, der Titel ist bei uns. In diesem Sinne, schönen Abend aus Baden-Baden. Tschüss. Ja. Dankeschön, Steffen Freund und Stefan Kunz.